schrien sie ihre Verzweiflung, ihren Zorn über eine kalte, atomar bedrohte Umwelt heraus und auch ihre Sehnsucht nach einer anderen Welt. Punk nannten sie das. Viele dieser Gruppen sind heute verschwunden und vergessen, nicht so die einstürzenden Neubauten. Eine Gruppe mit einem programmatischen Titel im Hinblick auf unsere betonierte Umwelt. Mit ihrem Sänger Blixer Bargeld sind diese Underground-Musiker heute auf einem mehr künstlerischen, ja poetischen Weg. Die Kraft in der Zerstörung von musikalischen Formen ist aber geblieben. In New York und vor allem in Japan herrscht regelrechte Neubautenhysterie. In dieser Woche brachten die einstürzenden Neubauten das Nürnberger Reichsparteitagsgebäude zum Beben und Brennen. Doch traten sie auf, dort hat Holger Kulig sie gehört. Aufmarsch der Parteisoldaten zu einem Reichsparteitag der Nazizeit. Zur Schau getragen der Größenwahn Hitlers auf dem Nürnberger Luitpoldhain. Die geordnete Masse im Majestätsabstand zum Führer, einbezogen in ein magisches Ritual. Gefolgschaft als Kulthandlung der Volksgemeinschaft. Albert Speer plante hier die Tempelstadt der Bewegung, ein Forum Romanum nur größer als das alte Zentrum Roms. Stadt der Reichsparteitage für alle Zeit, so wurde Nürnberg offiziell genannt. Das Gelände sollte 1950 fertig sein, die Gebäude ewigwährend aus Granit gebaut, als machtvolle Worte in Stein. Als religiöser Mittelpunkt diente ein nachgebauter Pergamonaltar, Marmor verkleidet, als Kopf der größten Versammlungsstätte, dem Zeppelinfeld. Das Gebäude hat überdauert und ist unter Denkmalschutz gestellt. Als Tribüne für Autorennen und Freiluftkonzerte wurde der Altar bislang genutzt, die Führerkanzel mit Hitlergruß von Touristen. Das Innere des Heiligtums fand bisher keine ständige Verwendung. Ein Museumssaal ist im Gespräch. Der Raum ist dementsprechend restauriert, inklusive dem Deckenmosaik, goldenen Hakenkreuzen als Sonnenräder am Firmament. Sie schwebten beim Empfang über den Hohepriestern der NS-Ideologie. Letztes Wochenende unbeachtet über den Köpfen der jugendlichen Avantgarde. Der Auftritt der einstürzenden Neubauten an diesem Ort war lange geplant. Die Idee kam von einer Konzertagentur. Der Berliner Band um den Sänger Blixer Bargeld fiel notgedrungen die Exorzistenrolle zu. Du baumlose Knete, aus der Lebensgeister, die letzten Restfunken aus Sauren fliegen, angestachelt, taumel besoffen davon. Tanzen nutzlos in der Sonne, macht dir nichts aus, sie machen gar aus, ein Bild für die Götter, schönen Gruß und Schnitter. Hier der Teufel den Beelzebub aus unter Gefahr einer neuerlichen Mystifizierung? Mystifizierung, dafür hätte man irgendetwas dem Raum hinzufügen müssen, was ihm seiner eigentlichen ursprünglichen Zweckbestimmung entsprochen hätte. Aber das war, glaube ich, überhaupt nicht der Fall. Und ob es sich um eine Entweihung oder eine Exorzierung von irgendwelchen Hitlergeistern handelt, das ist eine Frage des Blickwinkels und der Seite, glaube ich. Weil die Entweihung findet für diejenigen statt, die ja den Raum in ihrem ursprünglichen Zweck sehen, und die Exorzierung für diejenigen, die eher auf meiner Seite stehen. Der Charakter von dem, was wir machen, ist auf jeden Fall nicht dazu geeignet, irgendeiner Überperson
irgendeinen Führer oder irgendeinen Faschistenkult irgendwie zu würdigen. Musik und Antimusik werden bei den Neubauten synonym. Das Vernichten von Musik ist gleichsam Arbeit an der Musik, bis nichts mehr voneinander getrennt werden kann. Es täuscht sich, wer denkt, das Klanginferno läutet die Apokalypse ein. Meine Vorstellung von Destruktivität, deswegen trifft sich die mit der Walter Benjamin. Da hat man ein Essay geschrieben, das hieß der destruktive Charakter. Der destruktive Charakter ist heiter und freundlich, er kennt nur eine Devise, Platz schaffen. Und da ist eben keinerlei unbedingte moralische Wertung oder keine moralische Wertung und kein Gut und Böse und keine apokalyptischen Hintergedanken mit verbunden. Kein Krieg und keine Zerstörungswut, sondern es ist eigentlich nur mehr die Notwendigkeit, wird dabei anerkannt, dass für alles Neue, was entstehen kann, erstmal die Vorbedingung geschaffen werden muss, dass das Alte beseitigt werden muss, dass dafür Raum geschaffen werden muss und dass dafür Destruktion eben notwendig ist. Garantiert zerstöre ich die Vorstellung und Erwartung von bestimmten Leuten, die sich etwas Limitiertes unter Musik vorstellen. Das war auch immer beabsichtigt, aber das trifft sich mit dem Raum schaffen und Platz machen genauso. Blixar Bargeld als Bote einer neuen Musikphilosophie, die in keine Schublade passt. Auch textbezogen, eine lautstarke, traumnahe Poesie. Der Menschheit so ungefähr, so wie für andere Leute in der Zeit oder in meinem Alter damals China noch mal die Hoffnung der Menschheit war. Da konnte man sich noch ausrechnen, jeder sechste Mensch ist Chinese und mal sehen, was es wird oder so. Und das chinesische Volk kommt da als ein Symbol für Ego genauso vor. Also Ego oder ich bin das ganze chinesische Volk oder ich bin 9 Meter groß oder andere Dinge, das sind alles so verschiedene zynische, übertriebene Umschreibungen für Ego immer wieder. Also für die Sonne, für die Bereitschaft, sich selber zu expandieren und Berge zu versetzen. Ja, Berge versetzen. Das ist vor allem ein Ausspruch von Mao Zedong, der eben Jugend kann Berge versetzen. Das ist irgendwie war wohl eine reale Stadt. Das ist ein Film von Joris Evans, glaube ich. Also Jugend kann Berge versetzen, die haben also irgendwelche übermenschlichen Taten da vollbracht, indem sie eben zusammengearbeitet haben. Wenn ich aber das ganze chinesische Volk bin und mit mir selber ganz und gar zusammenarbeite, alle meine Zellen, meine Gedanken und meine Vorstellungen in Richtung gebündelt sind wie Laserstrahlen, dann bin ich eine effektive Sonne für bestimmte Punkte. Ich bin das letzte Biest. Ich bin das letzte Biest, ich bin das letzte Biest.